Der Rachen des Krokodils. Die Bevölkerung des Pharaons ist von den Gladiatoren begeistert, doch die Helden der Arena arbeiten auch im Verborgenen. Gemeinsam mit Kenza, einer alten Freundin aus Siva, muss ich bei kopfüber in die Welt der Krieger und der Korruption stürzen, um mehr darüber herauszufinden. Wird das Krokodil seine Zähne zeigen? Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu... Genau, zu Assassin's Creed Origins. Der Hauptquest, wir machen weiter. Die Rache des Krokodils, erreiche die Arena. From Krokodilopolis. Und da sind wir schon. Jetzt wird's lustig. Ich freue mich sehr. Die Arena der Gladiatoren. Von hier rekrutiert das Krokodil also seine Privatarmee. Ich muss mehr darüber herausfinden. Genau, wer sind die Gladiatoren, die hinter Shadias Tod stecken? Wir fragen mal nach. Entschuldigung, was kannst du mir über diesen Ort sagen? Siehst du das nicht? Das ist eine Arena für römischen Blutsport. Barbarisch, wenn du mich fragst. Aber es hilft den Verzweifelten, ihre Sorgen vergessen zu machen. Früher war es ein Tempel. Man hätte es dabei belassen sollen. Aber so schaut doch keine Arena aus irgendwie, oder? Finde ich. Ups. Hier haben wir noch was? Veridovix. Was? Der treue Diener des Todes. Seine Sense wird die Unwürdigen ernten. Okay, dann haben wir hier noch was. Oh, was kriegt mir noch? Diovicus. Die lebende Verkörperung des Krieges. Seine Fäuste sind tödlicher als alle Waffen. Hey, Nep. Was kannst du mir über die Männer sagen, die hier kämpfen? Männer? Das sind keine Männer, das sind Götter. Du hast noch nie so wilde Krieger gesehen. Die könnten dich mit einem Hieb in zwei Teile spalten. Ah, hat einer davon rotes Haar? Sie sind Götter unter den Göttern. Hast du nie von den Brüdern aus Gallien gehört? Spürst du ihre Blicke denn nicht? Ihre Statuen stehen neben mir. Was, hast du nichts Obelix oder was? So, wir haben noch was zum Sammeln. Bei diesem jungen Mann hier. Herr, grüße dich. Wir brauchen mehr Kämpfer. Die sterben alle erschreckend schnell. Dann finde Kämpfer, die auch kämpfen können. Da kommen wir ins Spiel. Servusle. Bist du der Besitzer? Ja, das bin ich. Felix Martialus. Und wer bist du? Noch so ein namenloser Möchtegerner nach Ruhm sucht? Ich möchte nur in die Arena. Es heißt, du hättest einen sehenswerten Kämpfer. Mit rotem Haar? Ah, du meinst die gallischen Brüder. Ja, das stimmt. Aber ich kürze das gleich ab, Kameltreiber. Du kannst es dir nicht leisten. Jetzt hau ab, bevor du die zahlende Kundschaft verscheuchst. Herr, der Mann trägt ein Magi-Abzeichen. Ein Met was? Ha, ist mir scheißegal. Kannst du kämpfen? Du siehst aus wie ein boshafter, räudiger Hund. Nein, nein, ich habe schon eine Ägypterin. Eine Jägerin aus Siva, die dreimal mehr wert ist als du. Sie ist oft am Obelisken im Osten, wenn du dir eine Tracht Prügel abholen möchtest. Das ist der einzige Weg in diese Arena. Kämpfe auf der Straße, dann kann ich einen Gladiator reinbringen. Also, die gallischen Brüder hatten mit dem Mord an Shadia zu tun. Aber warum tun sie, was das Krokodil sagt? Ich muss da rein, um mehr zu erfahren. Der Besitzer erwähnte eine Gladiatorin aus Siva bei einem Obelisken im Osten. Vielleicht kenne ich sie ja. Siva ist ein kleines Nest. Ich sehe sie mir mal an. Ich hoffe jetzt nicht wirklich, dass das meine Frau ist, ne? Also Eier. Sofen, Alter, wie der da rumfährt. So, wir gehen mal. Müssen wir hier rüber nochmal. Entschuldigung, heiß und fertig. Aus dem Weg! Nicht mit dir! Die haben alle Probleme, die Jungs hier. So. Na, sind wir doch gleich schon da. Ich befürchte, wo die gesagt hat, Gladiatoren. Ich weiß nicht, Aya hatte, glaube ich, in der letzten oder in der vorletzten Folge hat sie doch auch schon so komische Andeutungen irgendwie gemacht. Ach Gott, könnte lustig werden. So, wir gucken mal. Dann gehen wir mal geschwind darüber. Ah, sind wir ja gleich da. Jawohl, angelt mal schön, Freunde. Da ist die Sivanerin. Moment. Sieht aus wie
Tatsächlich. Unsere Frau. Nee, doch nicht. Bayek? Mein Freund! Mein Bruder! Oh! Scheiße, schön dich zu sehen. Was führt dich denn in das Fayum? Ich hörte, es sei ein guter Ort für den Erfolg. Hm? Doch, nie hätte ich gedacht, dich hier zu treffen, Kenzer. Was soll ich sagen? Ich folgte dem Ruf der Arena. Ist das zu fassen? Ich bin jetzt eine Gladiatorin. Aber komm, lass uns reden und trinken. Ich sag es dir, Bayek, mein Traum ist zum Greifen nah, wenn man mir nur eine Chance gäbe. Ich weiß, ich könnte Meisterin werden. Ich meine Geld, Luxus, Ruhm. Alles, was eine Frau begehrt. Ha? Deshalb kam ich ins Fayum, um ein neues Leben zu beginnen und das alte zu begraben. Doch ich wurde an den Toren der Arena abgewiesen. Oho, also hast du es endlich aufgegeben, die Welt auf den rechten Pfad zu führen. Gut. Das ist ja auch unmöglich. Felix traut Außenstehenden nicht so schnell. Aber keine Sorge, mit meiner Unterstützung kämpfen wir schon bald Seite an Seite. Erst trinken wir. Und am Morgen gehen wir dann zur Arena und ich stelle dich ordnungsgemäß vor. Oh, es ist schön, dass du hier bist, alter Freund. Ah, die mag ich, dieser Wing. Gut beieinander. So, jetzt. So, bitte die Krokodil, wenn du bereit bist. Ja, glaube ich nicht bereit. So eine blöde Frage. Natürlich bin ich bereit. Ich war noch nie so bereit wie jetzt, wie heute, wie irgendwie, irgendwann, irgendwo. So, Obacht, heiß und fertig. Jetzt dürfen wir nochmal darüber, ey. Eingehen, Love ist das halt wieder. Also ich liebe das immer so, diese Mosaik-Dinger, ne? Alter, richtig cool immer. Fand ich schon bei Horizon Zero Dawn, fand ich das schon ziemlich cool. Wo so die Mosaik-Bilder... Oder die Mosaik-Bilder an der Wand hängt waren von den Maschinen. Ah, hat schon sehr, sehr cool ausgeschaut. So, dann gibt's gleich mal eine aufs Maul, würde ich mal sagen. Oder wir erwischen gleich hier das Krokodil, das wäre natürlich auch nicht schlecht. So, wir interagieren. Ich möchte diesen Mann als meinen Partner. Dann trifft es sich gut, dass der Iberer gestern von den Löwen zerfleischt wurde. Ich habe vielleicht etwas frei. Und wenn Kenzer für dich bürgen kann? Hm? Ihr braucht aber einen Namen, wenn ihr als Duo kämpfen wollt. Wie wäre es mit die Sivanischen Krieger? Ich glaube, die Beschützer von Siva wäre treffender. Ist das einprägsam genug für dich? Ah, es gibt Schlimmeres. Kommt rein. Jetzt bin ich aber richtig gespannt hier, ne, was hier abgeht. Rebel Demmel Ding Dong hat er gemahnt. Hier warten die Kämpfer auf ihren Einsatz im Ring. Was du riechst, sind Schweiß, Blut und reichlich Innereien. Wenn du anfällig dafür bist, dir in die Rüstung zu scheißen, dann tu es bitte hier. In der Arena wird dich kein Pharao oder Gott beschützen können, Magi. Hier wirst du voraussichtlich sterben. Mach es dramatisch, den Zuschauern zuliebe.
Solltest du wieder erwarten überleben, erwarten dich viel Ruhm und Ehre und eine neue Chance zu sterben. So ist das kurze, aber glanzvolle Leben eines Gladiators. Also gut, wen haben wir? Ah, da ist Kallistos. Kallistos, ein ehemaliger Soldat des Ptolemäus, der glaubt, er könne mit dem Schwert umgehen. Horus, er war mal mein bester Kämpfer, doch das Alter ruiniert uns alle. Jetzt ist er kaum besser als ein Nachttopf. Er bildet die Anfänger aus. Ist die Rüstung aus Ptolemäus' Armee? Die meisten Kämpfer können sich keine eigene Rüstung leisten. Und wenn, dann hält sie nicht lange. Die Armee vermisst ein paar einzelne Rüstungen nicht. Und es sieht so schön authentisch aus. Apropos authentisch. In der Arena benutzt du die Waffen, die ich dir gebe. Es gibt keine Ausnahmen. Kenzer kennst du ja bereits. Ihre glühende, doch fragwürdige Empfehlung brachte dich her. Na, das ist aber Bayek, blöd, ne? Krokodilopolis begrüßt einen neuen Kempten. Oder einen neuen Sack voll Blut und Scheiße. Ich will ihn kämpfen sehen. Und wer wäre dafür besser geeignet als die, die ihn empfohlen hat? Na, wie wär's? Bereit, das Schwert zu ziehen, alter Magi? Mal sehen, ob du was gelernt hast. Boah, Alter! 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 Nicht schlecht, alter Mann! Und Schauspiel! Aber du langst ganz ordentlich zu für einen Wüstenhund. Ich dachte, ich hätte dich! Nun gut, Kenzer. Du hast einen neuen Partner. Wir öffnen bald die Tore. Seid bereit. Ist jetzt alle gegen jeden, oder? Immer zwei gegen zwei. Das ist das Pack, das Felix uns zum Fraß vorwerfen will. Eine kümmerliche Mahlzeit, mein Bruder. Sehr geil. Ich werde dir die Nüsse abschneiden und stopf sie dir in den Hals. Das größte Hindernis auf dem Weg zum Ruhm. Die gallischen Brüder. Ich weiß, wer sie sind. Aha, die waren cool, die Jungs. Gegen die muss ich wohl jetzt kämpfen, oder was? Oh, jetzt bin ich gespannt hier, aber, ne? So, sprich mit Felix, um den Kampf zu beginnen. Hallo, gute Frau. Geht es dir gut, mein Freund? Du bist nicht ganz bei der Sache. Keine Sorge, die Nervosität legt sich nach dem ersten Kampf. Mir geht's gut. Aber erzähl mir mal, wie du hierher kamst. Das ist eine Geschichte. Ich wurde als Sklavin genommen, als Ptolemäus bei uns in Siva war. Ein krankes Schwein namens Septimius und sein Clan wollten mich benutzen. Aber ich konnte mir ein Schwert besorgen und schaffte es zu fliehen. Als ich hierher kam, nahm Felix mich auf, um mich auszubilden. Doch genug von der Vergangenheit, ha? Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dieses große Glück mit dir zu teilen. Bald schon werden die Zuschauer dich anbeten. Fast so sehr, wie sie mich anbeten. Ja, genau. Spalten wir die Sonne mit unseren Schwertern in zwei Teile. Hoho, das ist die richtige Einstellung. Sag Felix Bescheid, wenn du für unseren ersten Kampf bereit bist. Je eher wir anfangen, desto eher sind wir Meister. Das stimmt, aber ich kann hier noch mit denen labern, alle hier, ne? Ich laber mal mit dem hier. Der neue Kämpfer aus Siva. Ich freue mich darauf, dich in vielen Schlachten zu demütigen. Ich scherze nur. Vielleicht müssen wir da draußen gegeneinander kämpfen, aber das ist nur ein Grund mehr, hier drin zusammenzuhalten. Freut mich zu hören. Warum riskiert ein ptolemäischer Soldat sein Leben in der Arena? Ich befolge nicht gern Befehle. Das hilft nicht in der Armee. Aber ich habe eine Familie zu ernähren, also bin ich hier. Schon gegen die Brüder gekämpft? Viridovix und Jovikos? Man hielt mich bisher nicht für würdig. Und ich bin wirklich froh, dass es so ist. Ja, zieh dir da vermutlich dann den Kürzeren, wie es ausschaut. Was willst du? Kann ich mit euch labern? Seh ab. Nee. Gut, dann mit dem können wir reden. Servus. Du bist Horus, nicht wahr? Felix sagte, du wärst der Ausbilder hier. Nicht freiwillig. Die gallischen Brüder verletzten mich am Kopf.
Sie hätten mich getötet, wäre Felix nicht eingeschritten. Was kannst du mir über sie sagen? Du willst nicht gegen sie kämpfen. Sie sind stark und schnell und sie töten gern. Für sie ist das Spaß, Sport. Spaß mit Flaggen. So. Kann ich mit dem labern? Nee, kann ich nicht. Dann hätte ich gesagt, leg mal los, ne? Wir sind soweit. Wirklich? Alle glauben, sie wären bereit, bis sie was aufs Maul kriegen. Ihr kämpft zuerst gegen ein paar Neulinge. Wenn ihr überlebt, werden wir weitersehen. Zwei, die trotz geringer Chancen kämpfen. Die Zuschauer lieben unfaire Kämpfe. Enttäuscht sie bloß nicht. Oder mich. So, bitte die Kampfarena. Yeah, geil. Jetzt bin ich gespannt. Wollen die unser Blut sehen oder deren Blut? Egal, Hauptsache Blut. Hier gibt es keine Unschuldigen. Oh. Halt dich bloß nicht zurück, Bruder. Die tun das sicher auch nicht. Jeder von uns hier kennt das Risiko. Du hast dich hier schon sehr gut angepasst. Kannst du denn nicht ihre Blicke sehen? Oh, sie bewundern mich, Bayek. Die Männer, die Frauen. Ich habe alles, was ich mir wünsche. Das war ein guter Anfang. Die beiden Wüstenratten sind zäher, als sie aussehen. Zeit für dein nächstes Leben. Yeah, Kettenwurf, Baby. Dafür lasse ich dich leiden. Kämpf so weiter, alter Freund, und wir werden einem reichen Patron auffallen. Und was dann? Dann eröffnet sich eine Welt neuer Möglichkeiten. Baby, die besten Gladiatoren erhalten Spezialaufträge und machen mehr Geld, als du dir vorstellen kannst. Dann machen wir mal auf uns aufmerksam. So easy hier. Ein Sieg für die Beschützer von Siva! Die neuen Lieblinge der Arena! Wer weiß, wie weit sie noch kommen werden! Euch zwei zusammenzustecken war eine meiner besten Ideen. Die Menge liebt euch. Ich sagte doch, wir sind zu hören, bestimmt, Felix. Zu hören? Langsam, langsam, Fräulein Sandfloh. Es liegt ein weiter Weg vor euch. Ihr seid noch lange kein Titelanwärter. Ihr könnt nicht gegen die gallischen Brüder kämpfen, nur weil ihr ein paar armselige Neulinge besiegt habt. Obwohl ich ehrlich gesagt hoffe, dass ihr es schafft. Du gehst mir echt ganz schön auf die Nerven. Was müssen wir tun, um gegen sie anzutreten? Bei den Göttern, jetzt du auch? Konzentriert euch auf die nächste Runde! Und weil ihr mich nervt, gibt's diesmal Löwen obendrauf. Sie haben tagelang nichts gefressen. Und ihr seid ihr Futter. Kommt, wenn ihr bereit seid. Wenn es stimmt, was Kenza sagt, könnte jeder der Gladiatoren für das Krokodil arbeiten. Vielleicht gibt es hier Beweise für die Aufträge der gallischen Brüder. Und auch für die Identität ihres Patrons. Mal gucken. Wir sind auf dem richtigen Weg. Nach all der Zeit könnte ich endlich meine Chance bekommen, gegen die gallischen Brüder anzutreten. Und das verdanke ich dir. Ach, nichts könnte mir lieber sein. Was hat es eigentlich mit den anderen Aufträgen auf sich? Oh, der aufrechte Bayek will sich die Hände schmutzig machen. Die Zeiten ändern sich, Seni. Ich schätze, es ist schwer, immer nur ein Magi zu sein. Da wirst du wohl Felix nachfragen müssen. Vertraulich. Der beste Weg, an das Krokodil zu kommen, ist ein Sieg über die Gallier. Als bräuchte ich mehr... Oh, Entschuldigung. Felix! Ich hörte, einige Gladiatoren bekommen hier... Spezialaufträge. Du hast dich verhört.
Und wenn es das gäbe, müsstest du viel tun, um dir Zugang zu verdienen. Deine Arbeit, du vorwitziger Bluthund, ist zu kämpfen. Mehr nicht. Du verdienst dein Geld in der Arena oder überhaupt nicht. Dann werde ich genau das tun. Wir sind bereit. Na endlich. Man verlangt nach euch beiden in der Arena von Kyrene. Liefert eine gute Vorstellung, dann profitieren wir alle. Was in Kyrene? Ja, heute sicher gerne. Oh, die haben umgebaut. Sehr geil. Bring den Kampfbereich, betritt den Kampfbereich, aber sind ja schon da. Wie oft kämpfst du gegen Löwen? Nur wenn Felix welche bekommt. Die sind viel teurer als Menschen, die sich freiwillig für eine Tracht Prügel melden. Es liegt wenig Ehre darin, Tiere zu töten. Töte oder werde gefressen. Und er ist eingesperrt. Alles ist gut. Solange wir ihn nicht freilassen. Ja, der hat schon ein bisschen mehr Wumms drauf, ja. Der Menschheit und das Sklavenmädchen sind unaufhaltbar. Noch wilder als die wildesten Bestien. Yeah. Ich dachte, die wären eingesperrt. Es gibt keine Regeln in der Arena, Seni. Yeah, baby! Der nächste, bitte! Das war's auch schon, oder was? Das geht ja flott. Die Beschützer von Siva haben einen weiteren Sieg errungen. Sind die gallischen Brüder die nächsten? Das wär's natürlich, ne? Alle guten Dinge sind drei, wir haben uns ganz gut geschlagen. Obwohl wir hier doch auch einiges einstecken mussten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber lief ganz gut, so sprich mit Felix. Um den Kampf zu beginnen, natürlich machen wir das. Wo ist Kenza? Ihre Talente wurden heute woanders gebraucht. Diesen Kampf wirst du also alleine gewinnen müssen. Aber das wird schon. Noch ein Auftrag für diesen Patron? Kämpfer, die zu viele Fragen stellen, leben nicht lange. Der Beruf ist sehr gefährlich. Unfälle passieren. Ich will mich nur als würdig erweisen. Dann musst du gewinnen. Du kriegst eine Chance gegen die Brüder. Schlag sie und man wird dich bemerken. Ist Kenza wohl auf? Heiliger Anubis. Ich muss gewinnen. Ach du Scheiße, muss ich jetzt gegen den Typ. Eieiei, was ist das für Stein? Stimmt, endlich! Na, endlich mal hier was! Gott, das war knapp! Die Metzger fehlt seine Partnerin gar nicht. Was für ein Kämpfer! Hey, Kumpel! Alter! Yeah, Kettenwurf!
Ei. So, wir warten erst mal, bis wir ein bisschen wieder Leben haben. Uiuiui. Eieiei. Okay, der Junge macht gut Schaden hier, ne? Eieiei. Na komm schon. Alter! Du bist kein Gegner. Du hättest fliehen sollen, als du noch konntest. Schnauze, jetzt langts mal aber hier mit dir, du Trottel. Okay, ich muss erst die Großen hier erwischen. Ist Kenzer wohl auf? Heiliger Anubis. Ich muss gewinnen. Kettenwurf, Baby. Reiß dir die Eingeweide raus. Dein Hund reiß ich dir raus. Die Menschheit fehlt seine Partnerin gar nicht. Was für ein Kämpfer. Siehst du zu, Krokodilopolis? Sehen wir hier den nächsten Herausforderer? Ist die Krone der gallischen Brüder in Gefahr? Ruiz! Oh, geschafft, oder was? Yeah! Ups. Tut mir leid, dass ich dich allein ließ. Und auch kann ich stolz auf dich sein. Hatte Felix einen Auftrag für dich? Für wen war er? Ich werde es dir bei Gelegenheit erzählen, Bruder. Nur so viel, unsere Zukunft hat nie rosiger ausgesehen. Bayek. Das ist der ersehnte Moment. Unsere Chance auf den Umhang der Meister. Felix, wartet! Was ist mit der kaputt, ey? Alter Schwede, ey, was ist mit der kaputt? Alter, sehr geil. Knummes, Neo Jedi Anch? Heute ist es schon gerne.
So, sprich mit Felix, um den Kampf zu beginnen. Weißt du was, den machen wir mal morgen. In aller Frische, in diesem Sinne. Macht's gut, bye bye. Und bis morgen, euer Franconia. Ciao.